heute herzlich bei der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen GWD Minden. Um 20.30 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung erwarten wir unser zweites Heimspiel. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass uns da ein sehr, sehr schwerer Gegner erwartet. Warum? Weil man auf dem Papier schnell glauben könnte, Minden hat die ersten beiden Spiele verloren, hat hoch gegen Flensburg verloren. Wir haben einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt. Das sollte doch eigentlich ein Selbstläufer sein. Aber ich glaube, wer so denkt, hat in dieser Liga schon oft gesehen und festgestellt, dass man schnell eines Besseren belehrt wird. Und genau mit dieser Einstellung müssen wir da auch morgen rangehen, weil es einfach ein Gegner ist, der sich verändert hat im Sommer. Sie haben zwei, drei Säulen verloren, zum Beispiel Juri Knorr auf der Mitte aber und auch Christopher Rambo. Aber sie haben auch neue dazu gewonnen. Die brauchen jetzt vielleicht noch etwas Zeit, aber wenn man sieht, welche Namen das sind, ob das der Kamerad Grebnek, slowenischer Nationalspieler aus der Champions League geholt, oder Jukic, kroatischer Nationalspieler aus Frankreich, ein Pitschkowski, den man gut kennt, über 40 Länderspiele für Deutschland, A-Nationalmannschaft, aber natürlich auch der Tunesier Dumol, der, ich glaube, jetzt in der aktuellen Weltmeisterschaft 21 siebtbester Torschütze war von allen. Also da wartet schon richtig Qualität auf uns. Und das müssen wir einfach wissen, das müssen wir auch, da müssen wir bereit sein, dagegen anzukämpfen. Und nicht einfach glauben, das wird jetzt eine einfache Nummer morgen. Dementsprechend, wir brauchen volle Konzentration, wir brauchen die gleiche Leidenschaft, die gleiche Energie in der Abwehr, was uns in den letzten beiden Spielen ausgezeichnet hat. Wenn wir das auf die Platte bringen, haben wir gesehen, dass jede Mannschaft in der Liga es schwer haben wird, uns zu schlagen. Wenn aber nicht, kann es natürlich genauso andersrum sein, dann werden wir es schwer haben, gegen irgendeine Mannschaft Punkte zu holen. Deswegen, es liegt ein Stück weit an uns und natürlich aber auch an der Unterstützung der Fans, die wir uns natürlich jetzt auch weiter arbeiten wollen. Wir rechnen mit ungefähr einer ähnlichen Kulisse wie beim ersten Heimspiel gegen Leipzig. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch jeden Mann, weil wir haben gesehen, was die Kulisse angerichtet hat gegen Leipzig. Die hat uns nach vorne gepusht, sie hat uns zu diesen zwei Punkten verholfen und das brauchen wir natürlich auch morgen gegen die Grün-Weiß-Dankersen Minden. Dementsprechend, wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Es wird spannend. Wir haben gesehen, die letzten Partien waren immer alle eng umkämpft und dementsprechend ja, wartet, glaube ich, morgen ein heißer Tanz auf uns und die Mannschaft von unserem Cheftrainer Michael Haas. Aber ich glaube, er kann das noch etwas besser einschätzen, was uns da morgen erwartet. Deswegen, Hassan, wie hast du deine Mannschaft für morgen vorbereitet? Ja, guten Morgen zusammen. Der René hat ja gerade schon zur grundsätzlichen Herangehensweise an dieses Spiel eine ganze Menge gesagt. Und das ist auch alles richtig. Wir haben uns natürlich jetzt eine ganze Menge Selbstbewusstsein erarbeitet mit dem Heimsieg gegen Leipzig. Ein Punkt in Flensburg ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das heißt, wir fühlen uns gut, sind gut drauf, wohl wissend, dass wir noch eine ganze Menge Baustellen haben, wo wir uns verbessern können. Mit Minden kommt eine Mannschaft, die gefährlich ist, die in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat, dass sie aufstehen kann, auch nach zwei Niederlagen in Folge, die sie jetzt hatten. Das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir selber haben letzte Woche gezeigt, was für überraschende Ergebnisse es geben kann, wenn man einen Gegner vielleicht nicht bis ins letzte Detail ernst nimmt. Wir haben dazu einfach die Erfahrung, dass unser letzter doppelter Punktgewinn gegen Minden schon eine Weile her ist. Das heißt, wir konzentrieren uns auf uns. Das ist ein Heimspiel. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und gucken, dass wir unsere Qualität auf die Platte kriegen. Es geht nur über einen Weg und das ist unsere Deckung, die sich immer weiter stabilisiert. Die ist wirklich, glaube ich, schafft, wenn sie in Top-Verfassung ist, zusammen mit den beiden Torhütern jede Mannschaft oder jeden Angriff in der Liga zu ärgern oder vor Probleme zu stellen. Ja, mit Minden kommt eine Mannschaft, die jetzt auch mit dem neuen Spielmacher Damul, unangenehmer Mann, klein, schnell, wendig, muss man sich ein paar Mal angucken, haben wir uns sehr mit befasst. Das ist so die Hauptaufgabe, glaube ich, die auf uns zukommt. Ansonsten über unsere Deckung, glaube ich, sollten wir das zusammen mit den Zuschauern versuchen, dieses Spiel in den Griff zu kriegen. Aber wir sind auf jeden Fall gewarnt. Danke. Vielen Dank, Hassan. Würde ich sagen, wir freuen uns alle auf den morgigen Spieltag. Darf alle herzlich einladen, 20.30 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung gegen GWD Minden. Bis morgen. Dankeschön.